Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part in diesem Video. Die extreme Hardcore No Money Challenge geht weiter. Und ja, bei dem ganzen Problem im letzten Part habe ich gar nicht was Positives angemerkt. Nämlich, dass wenn man jemanden älter macht, dass man trotzdem das Spiel speichern kann inzwischen und ja, abbauen kann. Das konnte man früher nicht, wenn man jemanden versucht hat, älter zu werden zu lassen. Das machen wir ja gerade mit der Noemi, weil da kann sich nur die Halbschwester drum kümmern, warum auch immer. Und ja, weiter geht's. Und ja, ich habe mir überlegt, was kann ich machen, um die Probleme zu beheben. Und naja, ich hab da Ideen, also. Und nein, die Probleme, die. Also die Problembeseitigung, die sieht es nicht vor, dass ich ins CIA-Hauptquartier eindringe und jeden da zusammenschlage. Das ist nicht ganz so. Warte mal, die wird jetzt nicht älter wegen scheiß Bedürfnis oder was? Geil! Oder was geht hier ab schon wieder? Ja, ist mir doch egal. Gerade ist das egal, werden eh älter gemacht. So. So. Wir kümmern uns schon um die und um die Noten im der 100 Baby Challenge. So. So, mach die mal älter. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Los. So. So. Aber ich habe was vergessen. Ein bisschen was zügig der Rache. Achso, und wir werden die Challenge hier zu Ende bringen, auch wenn wir vom Pfad abgekommen sind. Aber so ist das nun mal. Ein bisschen vom Pfad abgekommen sind und so. Und ja, erstmal möchte ich, dass du. Wobei, warum eigentlich nicht? Ah, wo ist denn das? Nee, nicht hier. Was hier? Achso, stimmt. Wie sieht das eigentlich aus hier mit. Ah, okay. Ich könnte hier einen Antrag machen. Cool. Dann macht das. Weil. Warum nicht? Vorhin noch in der Pfütze da. Von ihrer Tochter, die unabhängig ist. Cool. An sich ein cooles Merkmal für Kleinkinder, aber. Ja, bevor da wieder irgendeine Scheiße ist mit der Kleinen, machen wir sie diesmal älter. Es geht nicht darum, es geht auch nicht um den Antrag von meiner Antina. Das ist auch nicht wirklich wichtig. So, was sagst du jetzt nochmal? Super, super, super. Das wird auch Teil der Rache. Auch wenn meiner dann, naja, mal wieder gezwungen wird zum Softdesign. Was wichtig ist, ich hatte schon mit Tina verlobt. Nice. Nice, nice, nice. Du videoelle Hochzeitspartner? Nö. Wobei andererseits. Ja. Ja, nee, scheiß drauf. Sie wird sofort geheiratet. Habe ich drauf bestanden. So. Dann eben. Vor allem hat er doch freigenommen. Jetzt geht der Direktor dem voll auf die Nerven, ey. Ja, hallo. Kannst du mal das Kind älter werden lassen? Also auch so nervig hier. Weil eigentlich hat er sich freigenommen nehmen sollen, der eine. Also es wurde nicht übernommen, was nicht sein kann. Warte mal, was hat das Kind für ein Dings? Keine Ahnung. Gerade. Ah, gut, endlich die Hochzeit. Machen es nicht zur Schule gegangen, wenn er oft fehlt, werden seine Noten schlechter und er kann vielleicht immer noch abgeholt werden. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ein Ding ist. Ja, finde ich halt nicht gut, dass EA einen dazu zwingt, dass sie gute Noten haben sollen. Weil, ja, in Real Life werden die dann auch nicht abgeholt, aber auch egal. Bist du jetzt verheiratet? Nee. Dann mach mal hinne! Lass dich schnell heiraten, du Hörni, Alter. So. Hier geht's dir gut? Dann mach mal hier sauber, bitte. Weil das ist eine Pfütze, in der ich drinne stehe und naja, das ist nicht cool. Wobei, die ist nicht älter geworden? Warum nicht? So ein Scheiß. So ein Scheiß. Will sie nochmal älter werden lassen, ey, was für ein Kack. So. Älter machen.
Ist ja eigentlich eh älter als Javier. Genauso wie der Rest. Aber wir, ja. Drücken ein bisschen auf die Tube. Es wird Zeit, dass die Rache endlich genommen wird. Klar, in Real Life. Er ist alles ein bisschen anders, aber wir sind hier nicht in Real Life. Für alle, die es noch nicht wussten. So. Okay, die hat Geburtstag. Heute. Meiner Tina heiratet, kreativ. So, von mir aus ist sie auch da kreativ, ist mir eigentlich egal. So, was ist jetzt los? Er will was. Nee. Es geht mir nicht um Zeiger. Verlobt, so. Achso, stimmt, jetzt können die alleine älter werden, alle. So, am besten fangen wir einfach mit. Wobei, mit dir fangen wir an weiter. Aber weiter hier. So, Kerzen auspusten. Du kannst dann eigentlich. Keine Ahnung. Ja, was weiß ich. Kann man das wegwerfen? Nee. Ah, das kann man eigentlich im Inventar platzieren und dann verkaufen. So. Hat sie auch eine Aufgabe, statt da rumzustehen. So. Aber vielleicht kann sie Müll wegbringen. Ja, das wäre eine Idee. So. Im Real Life wäre es alles natürlich ein bisschen anders. Da kannst du natürlich nicht einfach Leute älter machen, als sie sind. Aber gut, da geht es ja auch schneller, als man denkt. Das Ganze sozial unbeholfen ist Noemi. Okay. Ja. Das ist krass. Okay, so sieht sie also als Teenagerin aus. Interessant. Ja. Also sie hat auch ein Piercing bekommen. Das passt ja. Tina hat ja auch einen. Nee, Grace, ich bin gerade beschäftigt. Also Grace ist auch irgendwie nervig. Vielleicht hat die Interesse an mir. Die Frau. Und Grace ist, glaube ich, Single, weil ich immer verwechselt habe, weil die wohnt halt mit wem zusammen, aber ich glaube, die sind in einer WG oder so. Oder Freunde oder so. Keine Ahnung. So, du wirst auf jeden Fall erwachsen. Und ja. Keine Ahnung, was das auch für ein Outfit ist. Das habe ich noch nie gesehen in Sims. Ach nee, nicht schon wieder Grace. Grace, halt mal die Fresse jetzt. Ah nee, Morgün. Halt die Fresse Morgün, so rum. Also echt. Ja, schön. Ich bin gerade am heiraten, naja. Auch wenn es mega. Wobei, das wollte ich gar nicht sagen. Stimmt ja. Und außerdem, naja, habe ich da ja auch Pläne. Post wurde zugestellt. Keine Rechnung, okay. Cool. Dann wahrscheinlich Geschenke für die Kiddos, die älter werden von ihren. Wobei, geht das überhaupt? Nee, geht nicht. Eigentlich, oder? Nee. Jetzt kann er auch seine Post bekommen. Vielleicht Newsletter des Events? Das könnte sein. Ich bin hier gefangen. Rancher, was? Diese Sims Meister und Ranch nehmen sind stolz auf ihre Arbeit. Sie mögen sich auf der Ranch zu erledigen, sich um ihre Tiere zu kümmern, okay. Ja. Dann, ja. Kriegst du hier noch was Passendes vielleicht? Teenager. Nee, du kannst hier. Das mit. Gibt's hier kein Ranch-Dingsbums? Landschaftspfleger. Ja, das hört sich doch nach Ranch an. So. 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 Ja, Teenies müssen wir uns auch irgendwann mal angucken in einem Projekt, aber nicht hier und heute. Vielleicht im Together-LP, falls Rakes oder meiner da mal Kinder im Teenie-Alter haben. Aber naja, das ist halt die Frage. Porte dich rein. Wie lange will meiner eigentlich noch heiraten? Mach mal hin, ey. Achso, da muss ich was auswählen, Gelübde ablegen oder so ein Scheiß. Nee. Okay. Auch verbuggt, so wie. Ja. Einiges anderes. Wo ist der Typ hin? Ist er jetzt schon wieder draußen? Was soll die Scheiße? Ist er wenigstens erwachsen geworden? Ja, gut. Trotzdem porte dich mal rein. So.
Aber vielleicht kommt das Spiel auch nicht darüber klar, dass es eine Hochzeit ist und dass hier ein Geburtstagsfest, wo alle dauerhaft älter werden. Was ist ja der Magier? Kannst du sein Zauberbuch ansehen? Och nee. Was das ist, öfter einen Button auf dem Fenster drückst. Och nee, Einzelgänger ist okay. Dann machen wir noch, ja, vielleicht Tierfreund, was weiß ich, ist mir auch egal. Ist ja sein Leben. Ich hab unseres. Geh mal hier hinporten. Ja, ich glaube, das wird nichts mit meinem und Tina, leider. Das dauert viel zu lange, die Scheiße. Los, 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 porten. Der ist vom Maiwa verschwunden, ja, sehr gut. Kann ich kein Gelübde ablegen oder so? Nein? Ja, dann setze ich mal zurück. Ich glaube, das war verbuggt, kann halt leider auch verbuggen. Ja gut, hat irgendwer was anderes erwartet? Ich glaube nicht, ne? Nein, ich will die sofort heiraten. Ja, sofort heiraten, ja. Junge, halt die Fresse! Okay, weißt du was? Komm her. Ich muss ihn töten, sonst geht er einem damit nur auf die Nerven, genauso wie alle anderen Magier. Was heißt, und das fuckt mich halt ab, so, dass du die penetrante Art und zugespammt wirst. Das ist halt absoluter Müll. So, wie geht's dir? Bist du erwachsen? Nein. Was für ein Larry. So, du bist aber erwachsen, ne? Ja. Also, okay, cool. Aber was ist das? Aha. Okay. Ist enttäuscht wegen unserem, ja, nicht vorhandenen Schreckheitsfaktor. So, könnt ihr bitte verheiratet sein? Das ist sehr, sehr wichtig. Es wird auch währenddessen keiner älter gemacht, eben. So. Vielleicht lag es daran. Oder ich muss halt vorher das mal meinen Gelübden. Ey, was ist denn das hier jetzt? Yes! Was für eine wunderschöne Zeremonie. Tina täuscht geliebte Massage aus. Ja, total wunderbar. Also so schön, dass ich nicht mal pausiert habe. Ja. Ja, das ist total toll. Eva Capri Posa, ja, der ist dabei. Nee. Der ist gerade bei der Hochzeit seiner Eltern. Kado! Ey, den haben wir doch gekillt! Was soll das? Ich dachte schon, haben wir den gekillt, aber ja, wir haben ihn gekillt, gut. Super. Zumindest hoffe ich, dass wir ihn gekillt haben und nicht, dass er. Ja. Hör mal auf. Aufhören. Spiel, hör mal auf jetzt mit dem Scheiß. Mit irgendwelchen Scheißbedürfnissen. Meine Fresse. So. Machen wir alle mal glücklich mit Bedürfnissen, weil es geht mir gerade wieder um Scheißzeiger. Weil ich habe gerade wichtige Dinge geplant. Da habe ich keinen Bock auf irgendwelche Scheißbedürfnisse, die mir die Scheiße hier ruinieren. Weil es dauert viel zu lange mit der Rache. Die muss, klar, wir so, wollen sie auch genießen, aber. So, einmal, zack, einmal. Zack, so, dann. Fehlt noch er hier. So. So, zack. Ach so. Währenddessen kannst du älter werden. So. Ja, dein Bruder noch ein bisschen braucht. So. Gut. Habe ich das Kind eigentlich noch adoptiert? Weil das. Ne, habe ich nicht. Okay. Cool. Cool. The pops in So. 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 Und dann. Und ja, was ich mir überlegt habe, das werden wir dann in, ja, einer neuen, noch krasseren No Money Challenge machen, weil da wird es wirklich richtig krass zur Sache gehen. Weil das wird heftig. So, genau. Los, los, los. Alle älter werden hier. Alle erwachsen sein. So. So. Ah, cool, also Party People ist und so. Vielleicht kann ich da was machen in den Party People Gruppen. Mit ihnen. Das wäre cool.
Ja, müssen wir mal gucken. So, erstmal Tatsuyoshi. Ja, schön. Schmeiß den raus, genauso wie den anderen Dreck. Arbeitet er im Hotel? Krass. Krass. Hat direkt einen Job dazu bekommen. Zum Älterwerden. Hat er ihnen Spaß? Ah, wobei die Torte ist eh Waldmüll. Ah, stimmt. Schmeißen wir sie jetzt schon weg. Ist doch Ressourcenverschwendung, aber naja. Ist halt so, wie es ist. Meiner. Ja, du kannst die Hochzeitsnacht mit Tina machen. Tina verbringen. Weil es soll ja überzeugend sein. Aber pass auf, dass du nicht noch ein Kind mit ihr bekommst. So, weil das, ja. Reicht schon, dass wir die hier bekommen haben. Aber mal, du solltest. Wer war das in der Gruppe? Warst du das oder war es der andere? Einer der anderen Boys? Ich weiß gerade nicht. Nee. Du warst nicht? Doch, du warst das, genau. Ruf die mal an hier. Hier bleiben, ja. Super. Die Party People. So. Gut, dann möchte ich einmal. Können wir bei dir Bonus haben? Nein, schade. Ja, dann stell dich mal Eva vor. Also, kennt dich ja schon. Ja, wobei eigentlich kannst du hier Zutritt gestatten für Gruppe Party People. Zumindest solange halt, ja, so zusammen hier hingehen. So. So, wo ist denn Jade? Jade? So, genau. Überreden als Leiter zurückzutreten. Nee, red mal über die Gruppe. So, dann kannst du auch noch Kompliment machen. So direkt. Und Kompliment kannst du auch mal machen. So. Ja, darüber von mir aus auch reden. Tag verschönern. Neuen Job gratulieren. Woher weiß er das? Ich meine, die kennen sich gar nicht. Aber okay, macht das, wenn das nochmal angezeigt worden wäre. Nee, schade. Fragen, ob es im Single ist, kannst du auch machen, dass er die Informationen sammelt, die wir schon kennen. Ja, das ist doch super. So. Ich bin Leiter der Gruppe Party People und finde das großartig. Ja, das ist so toll. Mit Handjogger rein. Über Langeweile beschweren wahrscheinlich. Nee, mach mal hier. Melancholisch? Nee. Tagfragen haben wir. Kennenlernen, kennenlernen, kennenlernen. So. Dann machen wir noch zum neuen Job. Gratulieren auf jeden Fall. So. Habe ich eigentlich meine Tür abgeschlossen? Nein! Shit, der klaut uns! Fuck! Shit, 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 der beklaut uns. Das sehe ich an seinem Gesicht. An seinem Weg zu unserem wertvollsten Besitz. Also fürs Event, du Arsch. Also echt, ey. Ich muss den Aktionsplan wegmachen. So. Nein. Da ich jetzt keinen Bock drauf. So. Das hier muss sowieso mal verkauft werden. So. Genauso wie das hier. Wobei, nee, das lassen wir noch. Das schieben wir ins Haushaltsinventar rein. So. Ja. Ich weiß nicht, ob die den klauen, den Mülleimer und das alles. Aber tun wir es einfach mal ins Haushaltsinventar eben mal rein. So, alles, weil Bedürfnisse kann ich ja eben wegcheaten, weil, ja, scheiß halt einfach drauf, wir haben einen Racheplan, den wir zu erfüllen haben. Und da scheiße ich halt auf Bedürfnisse gerade. Weil, die gehen einem eh zu sehr auf die Nerven damit, in meinen Augen. So, schieben wir alles mal kurz rein. So, wenn die Leute hier sind. Und alles ist gut. So. Perfekt. Ach so, shit. Dann. Och nee, warum redet hier Dings mit? Ah, diese gelangweilte Stimmung ist halt wegen dem Grundstücksscheiß da. Wegen der Herausforderung halt. Mach ein Kompliment. Ah nee, nicht Eva, fuck. Jade soll schon ein Kompliment machen, du. Außerdem. Paolo, hör mal auf, hier mitzureden, Junge. Nein. Nein. Hör auf. Wobei, vielleicht kann Paolo abgelenkt werden oder so.
Das ist kacke, dass er jetzt hier sich meint einmischen zu wollen und so. Ich weiß, ein und dieselbe Gruppe, aber trotzdem Kollege. Aber vielleicht hat Paolo ja auch Bock auf Jade, das wissen wir ja nicht. Kann ja gut sein, dass er Bock auf Jade hat, aber nö. So. Vielleicht kannst du mal mit dem reden oder so, was weiß ich. So ist mir auch egal, Hauptsache der Typ geht uns nicht auf die Nerven. So. Oder auch nicht. Jo. Wobei, wir könnten noch ein Bett platzieren eventuell. Andererseits, sonst wird es noch geklaut. Ja. Racheplan wird auf jeden Fall stattfinden, aber mach noch hier Hochzeitsnacht mit Tina und so. Dann gehst du schlafen und so. Und sie halt auch. Haben zwar keine Bedürfnisse mehr, aber so. Haben wir schön alles, dass es halt, ne, zumindest ein bisschen vielleicht realistisch wird. Keine Ahnung, hoffentlich. So. Cool. Jade ist schon horny, das ist super. Nein, Paolo! Okay, wir müssen Paolo töten. Es geht nicht anders. Er geht mir voll auf die Nerven, ey. Wobei, wir haben ihn weggepo. Ja, haben wir nicht. Scheiße. Paolo, Junge. Kannst doch nicht mehr auf die Nerven gehen hier. Also echt, ey. Andererseits, scheiß drauf. Wir versuchen zu umgehen. Einfach um ihn zu ignorieren, so. Wobei, kann ich nicht irgendwie den überzeugen, die Gruppe zu verlassen und so? Das wäre eine gute Idee. Wenn man das irgendwie machen könnte. Wenn in der Baby Change hat meiner das ja geschafft mit Sergio, glaube ich, war das. Habe ich da rausgeschmissen aus der Gruppe. Überzeugt die Gruppe zu verlassen, eher gesagt. Ja, Eva ist okay, du bist hier nicht willkommen, so. Kannst mit seinem Bruder reden oder so. Wobei, das ist eigentlich eine gute Idee. Was ist hier los? So. Der braucht eh Spaß. Wobei, das Einzelgänger. Ja, stell du dich auch freundlich vor hier. Der Eva, so ein bisschen hier. Schade. Klappt nicht ganz so. Verdammt. Bisschen zu vorschnell. Schade. Okay, dann müssen wir das anders machen. So. Tja. Also, muss nicht schlafen. Okay, perfekt. Gut. Dann einfach so vorstellen, das wäre schon erledigt. Stell dich mal Jade freundlich vor. Das ist so ein Bonus da drauf, oder? Hast du? Müssen wir mal kurz gucken. Haben wir hier den Bonus? Ja, unglaublich freundlich, genau, den will ich haben. Und stell dich auch Eva vor. Ja, Paolo mal gucken. Eigentlich egal. So. Mach das mal eben. Dass wir hier vielleicht dich verkuppeln können miteinander. Also nicht Paolo und Dings, also. Nicht unbedingt. Was? Er steht auf Männer hier? Der Patrick? Obwohl. Von sich aus wollte er mit Paolo flirten, wer weiß. Worauf er steht. So. Wer weiß. So. Mal was? Wo ist jetzt die Romantik hochgegangen? Bei Eva und ihm? Okay. Oder bei Paolo und ihm? Mal, wo ist die hochgegangen? Ah ne, nicht bei Paolo. Ah, Paolo ist beschämt, okay. Was geht hier ab? Was geht hier ab? So. Egal, verguck mir mal Jade mit Dings vielleicht. Keine Ahnung. So, freundlich. Andere Sims. Nee. Geht nicht? Ach so, stimmt das immer noch hier rüber, ich höre nie. Beziehung einer, nee, andere Sims. Verkuppeln mit. Was? Ich kann ihn mit Leuten verkuppeln, die ich nicht kenne? Heiß. Ich weiß auch nicht, dass Bernice so erfolgreich ist. Aber ich kenne die Leute hier gar nicht. Und kann ich die verkuppeln mit Leuten, die sie kennt, aber ich nicht, so. Verstehe ich nicht. Auch. Also früher ging das nicht, nur mit Leuten, die beide kennen, aber ja. Machen wir mit Patrick. Und Eva kann es auch mal verkuppeln mit irgendeinem anderen Heini. So. Miet die mal Heini. So, mehr. Betratsch. Nee, Beziehung. So. Patrick hört sich einen guten Fang an. Ich werde mich vorstellen, wenn ich ihn sehe. Oh, er hat nein gesagt? Was für ein Trottel. Mach mal bei Manuel. Ich will ihm helfen, eine Beziehung zu finden und er sagt nein, so.
What the hell? So. Das ist nicht besonders gut gelaufen, sollten nicht mehr zusammen rausgehen. Und er hat keinen Bock auf Eva. Okay. Wieso gebe ich mir eigentlich Mühe bei den Heinis? Okay, wie wär's mit Paolo? So, zumindest hat er ja mit Paolo geflirtet, so. Ich will ja eigentlich nur loswerden, die Leute, so. Auch wenn sie meine Kinder sind, aber trotzdem. Immer zweit. Weil sie sind, ja, Unfälle gewesen. So, verkuppeln mit, ja, vielleicht mit dem anderen Heini, weil es liegt ja nicht an mir, es liegt an ihnen. Aber wo ist der Heini? Hier ist der Heini. Marcel, vielleicht bist du ja vernünftiger drauf. So, red mal mit denen. Frauen hier. Vielleicht doch nur loswerden, ey. Ich kann mir nicht ewig auf meinen nicht vorhandenen Geldbörse liegen. So, gut. Dann einmal Paolo. Und hör mal auf jetzt. Nein, ich will nicht mitlabern mit eurer Scheiße. Ich will eigentlich nur, dass ihr hier freundlich. Ja. Was? Meiner hat Romantik? Sammelt, okay. Nee, nicht Aktivitäten. Naja. Und irgendwo geht die Romantik auch runter. Okay. Andere Sims. Verkuppeln mit. Hier. Hauptsache, das funktioniert. Aber, ja. Meiner hat ein Eigenleben. Ah, vielleicht. Patrick hört sich nach einem guten Fang an. Ja, der ist kein guter Fang. Aber meiner keinen Bock auf Eva hat anscheinend. Wird ihre Beschämung erklären auf jeden Fall. Nicht gut gelaufen, okay. Ja, toll. Das hat er aber schon mal gehabt. Aber nur, dass der Unterschied war, ich dachte, er hat halt meinen Sohn versucht, mit verschiedenen Frauen zu verkuppeln. Und das hat halt nicht funktioniert. Was? Was ist da passiert jetzt? Wen muss ich von euch töten? Toll, ich habe nicht aufgepasst. Also entweder muss ich Paolo jetzt töten oder meinen, schau. So. So. Ah, wir töten erstmal Paolo. So, wir machen den erstmal weg hier. So. Ja, das ist ja okay, aber soll ich miteinander flirten, so? Ah, weiß ich jetzt nicht, ob mein Chef schuld ist, aber wir killen ihn dann nach der Rache vielleicht. Weil meiner hat halt nicht mit Männern zu flirten, so. Mir egal, dass die Entwickler das freuen, so. Nur weil meiner Ronny ist, heißt das nicht, dass er mit Männern flirtet, so. Ich stehe nicht auf meiner. So. Und das, da können EA machen, und ich heul auch nicht um irgendwen. Da können die scheiß Drecksentwickler machen, was sie wollen, so. Das passiert nicht. So. Und ich habe da auch eine neue Möglichkeit, aber. Ja, das machen wir dann alles noch. So, erstmal gib mir die Punkte, weil ich sehe es nicht ein, dass meiner heult. Aber ich habe dafür eine noch bessere Lösung gefunden. Tatsächlich. Aber das machen wir, wenn es halt eine neue, also noch härtere, wenn es die noch härtere No Money Change geben wird. Also die das Projekt hier ersetzen wird, weil jetzt muss ich ja leider meinen töten. Jetzt habe ich keine andere Wahl, weil der hat nicht mit Männern zu flirten. So. Das ist dann, der ist dann nicht ich. Und wenn er nicht ich ist, kann er halt weg. So. Ganz einfach. So wie in Real Life. Jeder, der nicht ich ist, könnte theoretisch weg. So. Nur, dass ich in Real Life keinen wegmache, weil warum sollte ich? So. Deswegen. So. Mach mal bitte hier Heiratsurkunde. Ja, weg damit. Tina Tinka ist ja auch bald weg. Also, wenn man uns einen Schimmungslöser. So. Ja, Sensi, nimm mal die scheiß Leiche hier mit. Nein, keiner trauert um Paolo. Keiner trauert um Paolo. Niemand. Nicht mal Tina, weil, ja, Tina ist zwar ein Monster, also Tina ist ein Monster, sie ist Abschaum und deswegen hat sie auch eigentlich keine Gefühle zu haben, nicht mal. Wobei Menschen gegenüber anderen Menschen sind auch Monster, macht Sinn, aber nee, Tina, du darfst mal aufhören, so zu tun, als hättest du Gefühle und so einen Scheiß, weil wir wissen, dass du keine hast. Ich meine, du legst dich einfach mit einem unschuldigen Hund an, also das sagt ja eigentlich schon alles aus. Deswegen gönnen die halt auch mal ein Stimmungslöser. So, genauso wie auch der Rest sich gönnt. So. Wobei, ihre Punkte benutzen wir ja sowieso nicht. Ja, aber die sparen wir auf. Weil es ist halt vom Spiel, dass du trauerst um jemanden, den du nicht kennst. Und dann, ja, sage ich mal, ist das nicht wirklich Cheaten in meinen Augen. Weil, ja, niemand kannte den, aber jetzt heulen wir 2 Tage um den oder was. Okay, doch nicht, aber 12 Stunden, um jemanden zu heulen, den wir nicht kannten. Nee.
Das ist unrealistisch, AF. So in Real Life würde niemand um den trauern. Außer halt seine Familie vielleicht, wenn er überhaupt eine hat. So. Also überhaupt eine Hirte, ne? Also in Sims hat er halt keine. So. Zum Glück. Naja, ja. Mir geht er jeden Spielstand auf die Nerven. So. Deswegen, ja. Ist das okay, dass er keine Familie hat? Und jetzt sorgt er schon wieder für Trouble, der Boy. Also hat er gesorgt gehabt, jetzt ist Paolo ja weg und ja, alle sind glücklich und zufrieden darüber. So. Ah gut, gucken wir mal, wo wir dann meine Kinder loswerden, weil vielleicht kann ich die ja noch irgendwo verkuppeln. Oder aber sie sind so hartnäckig, dass sie sagen, ja nee. Unangenehm behalten. Ah, shit, ey. Er muss natürlich auch beschämt sein wegen so einer Scheiße. Ist ja klar, dass er Einzelgänger haben muss. Also es passt ja super, weil es hat ja mein Char auch, aber nee, das ist der falsche Char-Spiel. Meine Fresse, ey. Dass hier aber auch Dinge nicht laufen, ne? Das ist halt auch so lächerlich. Nur sind Jade und Eva jetzt nicht so gut drauf. Das ist ein Problem vielleicht. Ja. Vielleicht tun wir sie kurz in den Haushalt rein und schmeißen sie wieder raus, aber dann sind sie nicht mehr auf ihrem Grundstück. Weil die haben ja auch eigene Wohnungen, ne? Deswegen, ja, lassen wir es lieber. Und schicken einfach nur die Kinder dahin. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht müssen wir da doch andere Frauen finden oder Männer, je nachdem. Sagen die Männer dann nicht mit mir flirten oder meiner nicht mit denen, ist ja alles in Ordnung so. Weil ich stehe halt nicht auf Männer. So würde ich auf Männer stehen so oder halt auf Männer und Frauen, wäre es ja in Ordnung, aber. So habe ich halt keinen Bock drauf und ich hasse das auch, dass sie eher ihn dazu zwingt und so eine Scheiße. Weil, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt hatte, aber, ja, da gab es auch so eine Situation, wo man einfach, wo halt einfach ein Kollege von mir, der war halt einfach mit einem Mann verheiratet, obwohl der nie mit dem geredet hat, weil wir hatten den Spielstand halt, haben wir halt, bei, also, immer zusammen gemacht und alles, ne? Und der hat halt nie mit dem Mann was zu tun gehabt. So, auf einmal war der einfach verheiratet. So. Das hatte ich halt auch nur einmal gesehen in dem Spielstand, aber ja, da sagt eigentlich schon alles darüber, über die Entwickler aus, wie die so ticken. Dass einfach ein Zwing mit einem Mann verheiratet zu sein, obwohl man nie mit dem was zu tun gehabt hat. Also, das sagt eigentlich schon alles, ne? Auch wenn es halt nur einmal vorkam, zum Glück, aber es gab auch schon mal ja, andere ähnliche Situationen. Ja, aber wenn es nur einmal genau diese Situation gab, habe ich das noch nicht geholt bei dir? Nee, schade. Aber das muss halt auch sein. Vor allem, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich habe die Bedürfnisse jetzt weggemacht, sie muss schon wieder auf Klo. Die hat noch nicht mal irgendwas getrunken oder so eine Scheiße. Aber es wird ja eh jetzt weggemacht, weil keiner um Sergio traurig sein soll. Und das passt halt auch nicht in unsere Pläne rein. Und abgesehen davon halte ich das halt einfach viel zu unrealistisch. Und wenn die Entwickler unrealistisch sind, dann, also wenn die Entwickler halt unrealistische Scheiße bauen, die mir um den Zeiger geht, ja nee, das mache ich weg. Weil unrealistisch sehe ich nicht gerne. Also klar, das Wegcheaten ist auch unrealistisch. Aber wenn EA schon unrealistisch sein kann, ich kann es wieder ausgleichen. Weil als ob man trauert über jemanden, mit dem man nichts zu tun hat, wenn der stirbt. Niemand trauert darüber. Niemand. Oh nein, da ist ein Mensch tot, den ich nicht kannte. Das wird nicht interessieren, so. Nicht mal einen guten Menschen wird das interessieren, dass er tot ist, so. Der, also, ja, vielleicht doch, aber wird sich vielleicht ein bisschen schlecht finden, aber wird nicht darum trauern und so. Oh nein, schade, dass er weg ist und so. Das kann man mir nicht erzählen, so. Also, ich finde auch, unsere Objekte können wir dann auch bald wieder hinstellen. Müssen nur gucken, dass wir hier die Leute hier loswerden, hier. Sag ich mal. So. Ja, erstmal möchte ich dann einmal bitte weiter verkuppeln. So, Jade, bist du hier zurückgesetzt? Nein, gut. Jetzt aber. So. Mehr Freund, Raufereien Nachbarschaft, ich hasse diesen Tag. Der geht mir immer auf die Nerven. Nein! Eva, halt das Maul! Hör mal auf jetzt. Kannst gleich mit mir reden. Das Flirt mit meinem und Eva klappt gut. Ja, aber Eva ist nicht so wichtig. Aber gucken wir mal, dass wir Jade verkuppelt kriegen. So. Mehr freundlich. Andere Sims. Also ist das ja Beziehung. Andere Sims. Verkuppeln mit. Gucken wir mal. Ach, dann cool, dass das wieder geht. Dass ich mal keine Abklingzeit habe. Ne, mit Marcel machst du mal. So.
Versuchen wir beide mal auf Marcel zu verkuppeln hier dann. So. Marcel hat sich einen guten Fang an, das ist super. Tina, mach mal die Leiche hier weg. Geist und Jenseits, ja. Mach das mal. Ah, hat keinen Bock auf Jade, super. Für was mache ich das eigentlich? Meine Fresse, ich habe sogar mit Paolo versucht. Weil er ja mit dem geflirtet hat, aber. Ja. Toll. Vielleicht haben die auch einfach keinen Bock auf eine Beziehung, aber das ist kacke. So. Ich will, dass ihr Bock auf eine Beziehung habt, so. Also klar, aber sie kommen nach mir. Keinen Bock auf eine Beziehung. Gut, andere Sims verkuppeln mit. Hier, kannst du ihn? Dann mach das mal. Oh cool, das steht mich auf Montag. Auch wenn ich eigentlich nicht traurig sein sollte. Wie gesagt, das sehe ich nicht ein. Vor allem, ich bin böse und Einzelgänger. Weil ein Freund verloren hat. Ich kannte den nicht, Spiel. Und ich bin böse und Einzelgänger. Ja? Weiß man Bescheid. Ich bin das hier und trauere über einen Freund, den ich nicht hatte. Wow. Weil der hat hier nur kurz existiert im Haushalt. Wow. Aber meiner ist ein Einzelgänger und böse. Und kannte den kaum. Und ist traurig. Einzelgänger. Glücklich, wenn ich alleine bin. Ich brauche kein Sozialbedürfnis. Ich scheiße auf alles und jeden, aber muss traurig sein darüber. 2 Tage, alles klar. Und böse bin ich auch noch, also. Ja, EA ist so dämlich, aber das sieht man ja auch, wenn du einen Einzelgänger hast, der Chaot ist, der sich dann, wenn die Bude scheiße aussieht, dafür schämt, die Bude seinen Freunden zu präsentieren. Leute, seinen Freunden als Einzelgänger, der keine hat. Oder kaum wen hat. Und sich schämt für eine schlechte Umgebung, was ja als Chaot eigentlich nicht ist. Weil als Chaot schämst du dich nicht drüber, du fühlst dich wohl. Sogar laut dem Merkmal hier in dem Spiel. Aber das zeigt einfach nur die Dummheit der Entwickler. Und die Unfähigkeit der Entwickler halt auch. Muss man leider so sagen. Ja Leute, ich will nicht traurig sein. Also hört auf mit Scheiße hier. So. Ich bin nicht traurig über jemanden, der stirbt. Und wie lange wäre ich das auch nicht. Aber ich habe auch ein bisschen gelogen. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Emotionen. Um echt zu sein, habe ich Emotionen. Ein, um genau zu sein, seit einiger Zeit. Und das ist Wut. Und ansonsten, wenn ich keine Wut habe, dann habe ich halt Leere. So. Aber Leere ist kein Gefühl, weil 0 ist ja auch keine Zahl und so. Deswegen. Ja. Wie auch immer, ich denke, der Part geht lang genug. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao.